Einen wunderschönen guten Morgen. Heute darf ich hier oben stehen und darf euch begrüßen zur Predigt. Und ich hoffe, ihr habt Vergnügen, aber nicht nur allein Vergnügen, weil Gottes Wort soll hineingehen. Gottes Wort soll euer Herz berühren. Gottes Wort soll in eure Seele hineingehen und soll sie stärken. Genauso wie Sie, liebe Fernsehzuschauer, einen wunderschönen guten Morgen oder auch gute Nacht, wie auch immer unsere Sendung gerade ausgestrahlt wird, wie Sie uns gerade sehen. Danke, dass Sie da sind. Und wir lesen zunächst einmal in der Bibel. Wenn Sie eine dabei haben, wenn Sie eine zu Hause haben, Sie können gerne mitlesen. Wir lesen aus Lukas Kapitel 4, 16 und ich werde einmal beginnen. Und er kam, die Rede ist von Jesus, er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es er dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an zu reden, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. So sprach Jesus. Und dann begann eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, ein Hin und Her. Und Vers 22 steht: Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Munde kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Aber da waren sie gerade richtig bei Jesus. Da hat er mal richtig losgelassen. In Vers 24 zum Beispiel sagte er dann: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Und dann gab es ein Hin und Her und Jesus hat kräftig ausgeteilt und die Stimmung kam zu ihrem Höhepunkt in Vers 28. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Vers 30. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Mehr steht hier nicht. Aber er ging mitten durch sie hinweg. So weit, so gut. Da lesen wir eine Geschichte von Jesus. Und heute möchte ich, dass das etwas mit uns zu tun hat, mit dir, mit Ihnen zu Hause. Kennen Sie das auch, dass Sie eine Hochphase haben? Alles läuft glatt. Sie lesen vielleicht in der Bibel, ihr schlagt auf und da spricht euch ein Vers an. Ich bleibe jetzt bei du. Du liest in der Bibel, dich spricht ein Vers an und du weißt, hey, der Vers ist für mich. Das ist genau meiner. Der spricht mich an. Ich weiß genau, ja, hey, Gott spricht zu mir. Ich höre ihn förmlich hier drinnen. Da ist etwas für mich. So tat es Jesus. Jesus schlug das Buch auf und er sprach, was er wusste. Und er sprach es heraus und teilte es mit. So, jetzt wisst ihr es. Und alle waren begeistert. Nee, die waren nicht begeistert, ne? Und geht dir das manchmal auch so? Ja, hurra, ich weiß, wo es lang geht. Ja, hurra, ich sehe die Freiheit, ich sehe das Licht. Und dann, hurra, hurra, ja,
da, ja. Und plötzlich war da was, da war es vorbei. Da spricht irgendeiner etwas zu dir und holt dich runter von dem hohen Thron, denkt er. Aber weißt du noch in deinem Herzen, dass das Wort für dich war? Weißt du es genau? Ja, du hast es gehört, du weißt es genau. Das Wort war für dich. In unserem Leben stehen wir oftmals und wissen, das ist mein Weg. Hier will ich gehen, hier darf ich gehen, ja, hier soll ich gehen. Gott ist mit mir. Und dann kommt die Wand. Ich stehe an der Wand. Ey, ich habe doch gelesen, ich habe es doch genau gehört, man hat es mir gesagt, man hat es mir bestätigt. Doch da kommt die Wand, es geht scheinbar nicht weiter. Der Abgrund steht vor mir, genau wie bei Jesus. Und wisst ihr, bei Jesus, da war das schon hammerhart. Die waren alle mit Zorn erfüllt. Und sie stießen ihn hinaus. Sie sagten nicht, Jesus, komm, wir gehen mal spazieren. Nein, sie stießen ihn hinaus. Vielleicht ist er gestürzt. Vielleicht hat er sich wehgetan. Vielleicht hat er Schrammen abbekommen. Vielleicht ist sein Kleid zerrissen. Sie stießen ihn immer weiter. Es waren viele, es waren mehr. Sie umringten ihn. Er konnte nicht fliehen. Wollte er vielleicht fliehen? Hatte Jesus vielleicht Angst? War er betrübt? Man bedenke, er wusste ja, da hinten ist der Abhang. Da wollen sie mit mir hin und da wollen sie mich runterwerfen. Und nicht nur 3 Meter den Sandhügel runter, sondern des Todes wollen sie mich sehen. Meint ihr, Jesus hatte Sorge? Ich kann mir es gut vorstellen. Aber gut, Jesus Gottes Sohn, sagen wir. Jesus Gottes Sohn. Aber auch er musste als Mensch auf dieser Erde leben. Auch er hatte Gefühle, auch er hatte Verstand, auch er konnte denken. Hatte er etwa Angst? Hatte er etwa Sorge? Hatte er gebetet auf diesem Weg? Vater, bist du da? Ah, au! Vater, bist du da? Ah! Vater, die schlagen mich. Vater, Vater, tu etwas. Vater, komm, hilf mir. Was hat Gott getan? Was geschieht? Nichts. Sie stießen ihn weiter, sie trieben ihn weiter. Gott tat nichts, vermeintlich nichts. Kommt euch das bekannt vor? In eurem Leben, ihr wisst, wo es hingeht. Und er soll dahin. Oh Mann, es klappt nicht. Gott, wo bist du? Stellen wir uns sogar manchmal die Frage, Gott, bist du da? Gott, ich sehe dich nicht. Gott, mein Herz, der springt. Gott, ich brauche dich, aber ich höre dich nicht. Gott, komm doch. Gott, wo bist du? Da gibt es so ein Sprichwörtchen. Wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Ich kenne das von früher. Dieses Licht ist Jesus Christus. Dieses Licht ist unser Gott im Himmel. Dieses Licht kam für uns in unser Leben. Und dieses Licht will dich und mich und uns alle leiten. Stärken, erheben, dahin führen. Da, wo Gott und als Licht gesetzt hat, da, wo Gott gesagt hat, Junge, Mädchen, Mann, Frau, da ist dein Platz, ich liebe dich, da möchte ich dich haben und ich führe dich dahin. Und wisst ihr, ganz zum Schluss, am Abhang, bevor es runterging, ging Jesus durch sie hindurch, mitten durch sie hindurch. Keiner hielt ihn auf. Und nicht, weil Jesus so stark war,
Nicht, weil Jesus so klug war, nicht, weil Jesus Glück hatte, sondern weil Gott, der Vater, nie zu spät kommt. Auch in deinem Leben nicht. Lasst uns unsere Herzen erheben zu unserem Vater im Himmel, der es gut mit dir und mir meint. Und liebe Fernsehzuschauer, Jesus Christus ist dieser Weg. Wir als Gemeinde, wir haben dies erkannt in unserem Leben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Und so auch heute Morgen wollen wir ja förmlich an Sie appellieren, Ihr Herz zu öffnen und Jesus als Ihren Retter, Ihren Erlöser dieses Lebens in Ihr Herz zu lassen. Und wissen Sie, das geht ganz einfach. Sie sagen einfach, ja Jesus, ich glaube. Ja Jesus, ich glaube an dich. Und ich möchte, dass du mein Erlöser bist, mein Retter bist, mein Leiter bist. Komm du in mein Leben, komm du in mein Herz. Und Jesus, verzeih mir all das, was ich nicht richtig gemacht habe. Und schon ist Jesus in ihrem Herzen. Ruckzuck. So schnell geht das. Mehr müssen Sie für dies im Moment gar nicht tun. Weil Jesus kommt dann in Ihr Leben und Sie dürfen ihn jeden Tag begrüßen. Sie dürfen jeden Tag zu ihm sprechen. Amen. Und das genau ist der Moment, dieser Punkt, den Gott mit uns Menschen geplant hat. Dieser Ursprung seines Planes war der Mensch, diese Einheit Gottes und des Menschen, dieses Ebenbild Gottes im Menschen. Und schon im Paradies gingen Adam und Eva mit Gott umher. Sie waren eine Einheit, sie waren in sich. Und der Mensch sprach durch Gott heraus ins Leben und er sprach, dass die Dinge geschahen, er sprach, dass die Dinge in die Realität kamen. Und wisst ihr, genau das hat Gott nicht nur mit Adam und Eva im Schilde geführt, sondern mit jedem Menschen. Also auch mit dir, auch mit uns. Da steckt die Lösung unseres Lebens, diese Einheit mit Gott, unser Leben zu leben. Gott ist der Herrscher dieser Welt. Gott ist der Herrscher unseres Lebens. Und Gott ist in uns, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Hier heraus kommen alle Entscheidungen. Hier heraus kommt das ganze Leben. Hier heraus ist die Fülle, wenn wir uns auf Gott einlassen. Wenn wir uns seinem Leben anvertrauen. Gott leitet uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Wenn wir uns einlassen auf ihn. Wenn wir uns einlassen auf ihn, ja, einlassen. Lassen wir uns denn ein auf Gott? Wollen wir uns denn auf Gott einlassen? Zum einen ist das oftmals eine Entscheidung. Ja, ich will mich auf Jesus, auf Gott einlassen. Das müssen wir zunächst einmal entscheiden für uns, damit Gott überhaupt wirken darf, damit wir es ihm nicht verbieten. Denn dann ist dieser Ausspruch, Gott, warum hast du das zugelassen? Nicht gültig. Wenn Jesus in unseren Herzen ist, dann haben wir Möglichkeiten, in dieser Welt etwas zu tun. Da haben wir die Kraft des Gebetes, dass Gott diese Welt verändern kann, dass gute Dinge geschehen können in dieser Welt. Ja, Gott hat die Macht und wir dürfen es aussprechen. Wir dürfen es in diese Welt hinein sprechen, hineinreden durch Gottes Autorität. Er erfüllt unser Herz. Er erfüllt unser Leben. Er ist unsere Liebe. Ja, unsere Liebe. Wusstest du das? Gott liebt dich. Gott liebt dich. Genauso wie du bist. Gott liebt dich. Gott liebt den Menschen. Gott liebt jeden Einzelnen. Gott ist Liebe. Und jene Liebe soll herausdringen. Wo? Aus deinem Herzen. Aus unseren Herzen soll diese Liebe heraussprudeln.
Die Menschen müssen erkennen, dass du Gott liebst, weil diese Liebe aus dir herauskommt, weil dein Strahlen da ist, weil Gott dich verherrlicht. Er verherrlicht sich in dir. Du bist die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden, weil Gott, weil seine Liebe in dir ist. Durch Jesus Christus. Das sind gute Aussichten. Doch wir wissen, es läuft nicht immer glatt. Wir haben ja auch gesehen, bei Jesus lief das anfänglich auch nicht so glatt. Er wurde gestoßen. Und wisst ihr, manchmal bekommen wir auch ein paar Schrammen ab in unserem Leben. Manchmal laufen wir auch einmal im Pulk und es zieht uns mit. Wir können nicht anders. Es zieht uns mit. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben nur diese Wahl, Gott zu vertrauen. Ja, dieses Gottvertrauen. Ich vertraue Gott mein Leben an. Und dann kann Gott in deinem Leben, in unserem Leben wirken. Manchmal passieren Dinge, die sind nicht so gut, nicht so geschickt, die laufen nicht so besonders. Und es kann manchmal sein, dass Gott in unserem Leben wirkt, beziehungsweise wirken möchte, aber wir nehmen es nicht wahr, weil unser Verstand, unsere Herkunft, unsere Prägung, unsere Seele eine andere Einstellung hat. Wir hören zwar dieses Reden Gottes in uns, wie mit diesem Bibelvers, den du liest und sagst, ja, der ist für mich. So hören wir auch Gottes Reden, weil es steht in der Bibel, meine Schafe hören meine Stimme. Doch dieses Reden überhören wir öfters, weil unsere Gedanken, unsere Seele eine andere Prägung, eine andere Vorstellung hat. Dann übergehen wir Gottes Wirken. Und deshalb dürfen wir manchmal auch einen Schritt zurückgehen und sagen, Gott, vergib mir, irgendwas ist schiefgelaufen, habe ich dich nicht gehört, wollte ich dich nicht hören, vergib mir. Diese Vergebung ist die Sache, die wunderbar ist. Und das Werk Jesu bestand nicht darin, eine neue Lehre zu kreieren, eine neue Religion in diese Welt hineinzubringen. Nein, sein Dasein bestand darin, dass er den Menschen in seine Position zu Gott wieder einsetzen konnte. Durch seinen Tod gab er uns das Leben. Durch seinen Tod hat er uns so hingebracht, dass wir zu Gott sprechen können, dass wir Gott um Vergebung bitten können, dass wir eine reale Beziehung zu Gott haben können, in der wir leben können. Seit Adam und Eva nicht da gewesen. Eine Einheit zwischen dir und dem Vater im Himmel. Das war das Wirken Jesus. Und wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir in dieser Autoritätsstellung, in dieser Kindschaftsstellung, zu sagen, danke Vater, Abba Vater, lieber Vater. Und wir haben Vergebung, auch wenn wir Murks machen, wir haben Vergebung. Wir werden immer irgend Murks machen. Aber das ist kein Problem für Gott, weil die Liebe Gottes steht über allem. Aber wenn du Jesus angenommen hast, so bist du in Gott, so bist du in ihm. Und sein Geist führt und leitet dich in deinem Leben. Und genauso wusste Jesus auch, wann seine Zeit da war, diesen Ausstieg zu machen. Er konnte sich nicht wehren, er konnte nicht fliehen, als sie ihn zum Abhang hinab hindrängten. Doch irgendwann wusste er, jetzt. Irgendwann bemerkte er dieses Jetzt. Gott hat die Tür geöffnet und ich kann hindurchgehen. Und es ist Gottes Weg in unserem Leben. Und manchmal müssen wir warten, bis diese Tür kommt. Manchmal müssen wir gehen, in diesem Schlamassel gehen, bis diese Tür kommt. Bis Gott die Tür aufmacht und wir gehen hindurch. Mit Gottes Kraft, in Gottes Kraft, in die Freiheit Gottes. Denn Gott liebt dich. Gott liebt dich. Möchtest du heute Morgen dein Herz
Jesus anvertrauen? Möchtest du heute Morgen dein Leben Jesus anvertrauen? Möchtest du heute Morgen ja alles deinem Gott anvertrauen? Möchtest du ihm wirklich alles anvertrauen? Ist ja was, wir tun es. Wenn du dies möchtest, dann tu es jetzt, jetzt in diesem Moment. Warum nicht jetzt? Warum denn später? Warum nicht gleich? Tu es jetzt. Gib Jesus dein Leben und dein Leben wird anders laufen. Dein Leben bekommt eine neue Qualität, weil der Herr, dein Gott, schützt und bewahrt dich, ist über dir. Er geht mit dir und er segnet dich. Lasst uns unser Leben in Jesu Hand geben. Danke, Jesus, dass wir jeden Tag neu unser Leben in deiner Hand geben dürfen, weil du das Segen bist, weil du die Kraft bist, weil du in unserem Leben bist. Und es ist dein Segen. Ja, es ist dein Segen. Es ist dein Segen auf unserem Leben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du den Himmel öffnest und deinen Segen ausgießt auf unser Leben. Dass du uns erfrischst. Ja, dass du uns erfrischst, Jesus. Dass dein Wort zur Wahrheit wird. Ja, Jesus. Danke, Jesus. Und Jesus, du schreibst auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ging auch schon diesen schwierigen Weg hin zum Abhang. Er weiß, wo du dich befindest. Auch Jesus hatte Todesängste. Er weiß, wo du dich befindest. Auch Jesus hatte nicht gleich die Hilfe, die man sich in einer solchen Situation sofort wünscht. Jesus weiß, wo du bist. Jesus kennt dich, er kennt deinen Weg. Aber sei dir gewiss, Jesus ist mit dir. Jesus ist über dir. Jesus ist in dir. Jesus stärkt dich. Jesus ist die Freiheit. Jesus ist die Kraft. Jesus, ich sage ganz bewusst, dein Jesus. Mach Jesus in deinem Leben groß. Mach Jesus an erster Stelle. Setze ihn an erster Stelle in deinem Leben, morgens, mittags, abends. Ja, wie oft soll ich das tun? In der Bibel steht eine Aussage. Betet alle Zeit. Alle Zeit, das wäre ein Maßstab für uns. Von morgens bis in die Nacht sind wir mit Jesus verbunden. Und Jesus wird somit zu deinem Herrn. Dieses Wort Herr ist für manche etwas befremdlich, weil es wird heute in unserem Sprachgebrauch nicht mehr so ausgesprochen. Heute sind es die Chefs, die Manager, die Vorstände. Früher war es der Herr, der Herrschaft ausübt, der Herr ist. Er hat die Herrschaft über die Dinge, über dich. Und deshalb ist Jesus der Herr. Wenn du möchtest, es ist dein Chef. Wenn du damit einen besseren Zugang hast, es ist dein Chef. Und es ist oftmals so in unserem Leben, es ist der Zugang, den wir zu Gott benötigen. Und wir haben nicht alle diesen gleichen Zugang. Ihr habt gesehen eben, während wir hier standen und Musik machten, das sind Musiker, das sind Lobpreiser, die möchten singen, die möchten Gott anbeten. Vielleicht ist das nicht so dein Ding. Das mag durchaus sein. Für diese Menschen hier ist es gut. Vielleicht bist du ein Bibelleser, der die Bibel von vorne bis hinten durch ackert und liest. Dann ist das deines. Vielleicht bist du derjenige, der Hilfe geben möchte, der andere Menschen unterstützen möchte, der ihnen Geld schenken möchte, der barmherzig sein möchte, der ihnen auf der Straße helfen möchte, den Armen helfen. Dann ist dies dein Zugang.
Wir alle haben einen besonderen Zugang zu Gott in unserem Leben. Und das ist das Schöne. Wir sind nicht alles, wir sind nicht alle gleich. Und doch ist alles gut. Finde deinen ganz persönlichen Zugang und nimm die anderen Sachen auch noch mit hinein in dein Leben. Aber lebe dein Leben so, wie du denkst, ja Gott, so möchte ich mit dir leben. Das ist der Weg, den ich einschlage mit dir. Und dann bist du richtig. Und dann lebe jeden Tag damit. Steh auf und danke Gott. Steh auf und preise Gott. Steh auf und überlege diesen Tag, was tue ich heute? Frage Gott, Gott, was soll ich tun? Lade den Heiligen Geist ein in deinem Leben. Lade ihn ein. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Das hat Gott versprochen. Wenn wir uns ihm zuwenden, so wird er uns genau das geben, was wir benötigen. Danke, Heiliger Geist, dass du dies tust. Und Heiliger Geist, ja, füll uns noch mehr mit deiner Gegenwart, dass wir noch mehr und mehr hineinkommen in dieses Werk, was Gott Vater für uns hast. Ich danke dir, Vater, für deinen Segen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart in unserem Leben. Ja, wunderbar sind deine Werke. Und wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann können auch die Dinge, die wir nicht so toll im Griff haben, auch zum Gelingen werden. Wir dürfen es Jesus hinlegen, wir dürfen es dem Heiligen Geist übergeben, wir dürfen um die Liebe des Vaters bitten. Und Gott wird unser Leben verändern. Er wird auch dein Inneres verändern. Er wird deine Seele verändern. Er wird dich heilen. Gott ist groß, er kann dich heilen. Gott ist groß, er kann in deinem Leben Großes bewirken. Auch Jesus hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan für Jesus. Wusste Jesus vielleicht, als er zum Abhang ging, hey, das geht noch nicht. Ich habe noch einen Plan. Und in der Bibel steht auch geschrieben, an einer anderen Stelle, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Und ich sage dir heute Morgen, auch deine Zeit ist noch nicht gekommen. Folge Jesus. Jeden Tag, so oft es geht, Hingabe, dein Leben in Gottes Hände. Und Gott nimmt es und bringt es zur Blüte. Folge ihm. Und dann ist deine Zeit auch noch nicht gekommen. Sie geht weiter in Gottes Kraft. Gott segne euch, Gott segne sie. Danke, dass ich heute Morgen sprechen durfte. Und ja, ich bitte Sie, bleiben Sie dran. Kommen Sie wieder zu uns hinein auf diesen Kanal, auf diesen Sender und hören Sie zu, was Gott zu Ihnen spricht. Amen.